So, das ist das fertige Resultat. Heute machen wir eine Paella mal anders. Heute mit Nudeln, aber sonst auch mit Reis möglich. Mit einer Chorizo, einer Grillchorizo und mehr dazu gleich. Da sind wir wieder. Es ist wieder Kochzeit und heute geht es um diese Nudeln. Das sind Paella-Nudeln und was man damit anstellen kann, sehen wir gleich. Heute geht es um die Fideuá. Fideuá ist eine Paella, die mit Nudeln und nicht mit Reis ist. Ich habe mir heute gedacht, wir machen sie auch mit einer Grillchorizo, einer Chistorra, Lauch, rote Paprika, Buschbohnen, Karotte, Knoblauch, Tomate, ja, ganz viel Gemüse wie immer. Und ja, jetzt fange ich mal das Schnippeln an. Die Fideuá habe ich kennengelernt in Calafell, das ist in Katalonia. Da war ich mit Freunden mal Urlaub machen. Und es ist gang und gäbe in Katalonia, dass es verschiedene Varianten gibt. Die wohl vielleicht bekannteste Fideuá ist eher mit Meeresfrüchten statt mit Chorizo. Ich tue mich hier in München ein bisschen schwer mit dem Thema Meeresfrüchte. Man kriegt nicht immer eine sehr gute Qualität. Wir sind nicht nah der Küste. Und da muss ich gucken, an welchem Tag ich tatsächlich frischen Fisch oder frische Meeresfrüchte kaufe. Wir haben hier eine Chistorra wieder. So sieht die aus. Die haben wir bereits schon mal gegrillt und mit grünem Spargel angerichtet. Heute werde ich sie ganz klein schneiden und in einer Fideuá verarbeiten. Die Chistorra ist eher bekannt im Baskenland. Die wird meistens in den Tapas-Bars angerichtet auf einer Scheibe Brot. So drei Stück, weil sie sehr mächtig ist. Das Brät selber ist mit mehr Speck, sodass ich jetzt eben weniger Öl dann brauchen werde, weil durch das Erstanbraten der Chistorra erhoffe ich mir genügend Fett, um dann das Gemüse dort anzubraten. Schon mal anfangen, die Karotte zu schälen, wenn die Pfanne heiß wird. Auch bei der Fideuá gibt es keine Spielregeln. Das, was der Gemüsegarten hergibt, das wird verarbeitet. Das wird natürlich so ein bisschen einlegen. So, die Chistorra wird jetzt eben heiß angebraten. Es ist jetzt gewollt, dass eben das Fett hier so austritt aus der Wurst. Die Wurst ein bisschen Farbe kriegt, dann nehme ich sie kurz raus und werde dann vielleicht nur so ein bisschen Olivenöl noch dazu nehmen und werde dann das Gemüse anbraten. So, die Chistorra ist soweit angebraten. Legt ihr jetzt mal so auf Seite. Warum mache ich das? Ich möchte schon, dass in der Fideuá die Stücke ganz zu sehen sind. Wenn ich sie jetzt eben mitkochen würde, dann würde die komplett zerfallen und sich auflösen. Und das sieht auch ganz lustig aus, diese kleinen Stücke. Ich habe die Pfanne auch erstmal komplett wieder von der Hitze genommen, werde nämlich hier noch das Gemüse klein schneiden und dann sehen wir uns auch gleich. Zerteilen, was Spezielles zu beachten? Nein, also beim frischen Knoblauch wie jetzt dem ist es halt schwieriger, genau die Zehe rauszunehmen, weil die Häute sehr, sehr weich und feucht sind. Aber ich würde versuchen, halt nicht alle zu verletzen, weil die halten sich dann umso besser, wenn sie hier noch diese Schutzhaut haben. Das ist ein bisschen auch so nach Geschmack. Also wenn man jetzt keine Buschbohnen, sondern andere grüne Bohnen findet oder Erbsen, geht es genauso. Jetzt haben wir
klein geschnitten. Das ist das Öl, was jetzt die Stotter von sich gegeben hat, oder das Fett vielmehr. Das entsteht aus dem Speck, was innen verarbeitet ist. Ich gebe jetzt nur eine kleine Idee noch an Olivenöl. Aber nicht viel. So. Das Fett selber hat jetzt noch ein bisschen Temperatur, sodass ich jetzt das Gemüse schon reinlegen kann. Auch hier gilt immer niedrig mit der Temperatur zu gehen. Lieber langsamer anstatt zu schnell. Der Lauch ist schon sehr groß. Ich nehme nur den hinteren Bereich in etwa. Das schmeiße ich nicht weg, ich lege es nur noch hier drauf. Das werde ich morgen irgendwie anders verarbeiten. Lauch ist vielleicht eher untypisch. Das ist eher Zwiebel, die man hernimmt. Aber wie gesagt, heute ist mir einfach nach etwas anderem. Und dann nehme ich eben Lauch. Man hat zwar 10 Stück, aber man braucht sie doch alle. Ja, das wechseln wir schon mal. Ich hatte euch bereits im ersten Paella Video gesagt, dass es mehrere Varianten gibt. Das hier ist eigentlich nicht offiziell eine Variante zu einer Paella. Eine Paella ist immer mit Reis und Reis mit etwas anderem dazu. Nur die Filoa, deswegen heißt sie auch Filoa und nicht Paella, hat sonst alle anderen Bestandteile wie von einer Paella. Deswegen wird hier in Deutschland eher von einer Paella mit Nudeln gesprochen. Und in Spanien wird tatsächlich unterschieden zwischen Paella, Fideuá und halt eben Reisgerichten. Das wäre Arroz con, ja? Jo. Ist das Paella-Gewürz? Ist das noch hier irgendwo? Paella-Gewürz. Das haben wir hier. Heute brauche ich nicht so viel von dem Paella-Gewürz. Warum? Weil die Chistorra eigentlich das Gewürz, was hier drinnen ist, auch abgegeben hat. Also Pimenton, Knoblauch, das ist alles schon an den Geschmäckern hier drinnen. Was fehlt, ist tatsächlich das Safran, ja, damit das Ganze gelb wird. Aber wie gesagt, ich werde heute deutlich weniger davon brauchen, weil das alles bereits schon in der Pfanne an Geschmäckern drinnen ist. Aber guter Hinweis. Gut aufgepasst. In der Kochschule. Ja! Man riecht es auch schon. Gell? Also das ist wie bei einer Paella eigentlich, ja, durch den Pimenton und den Knoblauch. Das Gemüse dünnst du jetzt ungefähr noch 5-6 Minuten an, den Lauch dann dazu. Der Lauch braucht deutlich weniger, der fällt ja in sich schnell zusammen. Was brauchen wir dann noch? Die Tomate. Die Tomate werde ich heute hernehmen anstatt des Tomate Fritos, was wir schon kennen von der Paella. Die Tomate werde ich reiben. Und zwar so, wie ich das schon mal mit dem Pan con Tomate gemacht habe. Ihr könnt es genauso machen, wie bei der Paella auch. Also, wir fangen mit der Chistorra an, dann das Gemüse und statt dann Fideuá-Nudeln nehmt ihr dann Reis dazu. Also, ihr könnt daraus auch eine Paella mit Chistorra machen. Das Schöne ist immer bei den Bohnen, ähnlich wie bei dem anderen, es ist ein grüner Bestandteil in einem Gericht. Ich mag das einfach, wenn neben den ganzen roten Farben oder orangenen Farben einfach was Grünes dabei ist. Ähnlich wie beim Pisto, da war auch die grüne Paprika dabei. Und das sieht über appetitlich aus. So, jetzt geben wir den Lauch dazu.
Der Lauch fällt jetzt dann irgendwann mal gleich zusammen. Währenddessen reibe ich die Tomate. Dann fülle ich uns praktisch als Maßeinheit ungefähr, das ist jetzt ein Kilo von diesen Fideuan-Nudeln. Das Besondere an diesen Nudeln, die sind ganz klein und innen hohl. Ich habe bisher in Deutschland noch keine Fideuan-Nudeln gesehen. Deswegen importiere ich auch diese Nudeln, sonst importiere ich keine Nudeln, weil die einfach nur mit denen am besten gelingen. Spanien sagt man auch, da wo vier essen, können auch fünf essen. Das stimmt. Wenn ich nicht am Tisch sitze, ne? Wahrscheinlich. Nein, weil man gibt halt einfach dann ein bisschen mehr Nudeln rein. Ja? Also das ist damit gemeint, dass es egal ist, ob jemand spontan zu Gast ist in Spanien. Weil dann macht man halt entweder ein bisschen mehr Brot, ein bisschen mehr Reis. Man streckt das einfach in die Länge. Wenn ich kein Messbecher habe, dann nehme ich immer so als Maß ungefähr einen von diesen Gläsern. So weiß ich, wie viel ich dann an Wasser dann dazu gebe. Also ein Teil Nudeln, zwei Teile Wasser oder Brühe. Ja. Die wende ich jetzt nur. Die sollen jetzt nicht geröstet werden. Kommt dann die Flüssigkeit. Ich tue jetzt von dem Wasser nicht den ganzen zweiten Teil rein, weil wir jetzt hier mit der Tomate ja auch Flüssigkeit dazu geben. Nicht, dass das einfach dann zu matschig wird. Also gebe ich hier einfach nur so ein Stück. Tue das auf Seite, gebe die Tomaten dazu. Würze das Ganze, wie gesagt, diesmal nicht so viel wie bei der Paella, eher ein Teelöffel. Salz. Gericht ist jetzt etwa 8-9 Minuten am Köcheln. Ich lege jetzt die Tisora wieder zurück. Die Nudeln selber brauchen so um die 10-11 Minuten. Das ist nur, dass die Temperatur wieder stimmt bei der Wurst und dass die halt hier oben aufliegt. Ich hebe sie jetzt auch nicht unter, sondern ich schwenke sie jetzt nur. Nimm noch einen kleinen Schluck noch von dem Wasser. Mach dann eben noch den Deckel drauf. Wie lange köchelst du jetzt? Ich hätte jetzt gesagt noch ein paar Minütchen. Dann tue ich den Herd ausschalten. Lass noch das Pfannengericht ein bisschen sich setzen lassen, ähnlich wie bei der Paella auch. Nur hier machen wir keine Socarrat. Socarrat ist das, was wir bei der Paella mit dem Reis unten diese Kruste gemacht haben. Das mache ich jetzt hier nicht. Ja, also ich lasse aber trotzdem noch ausgeschaltet ruhen. In etwa 5 Minuten kann ich dann essen. So, mein Schatz, ich würde sagen, ich mache uns mal einen Wein auf. Ja, hast du einen Wunsch? Ich glaube, ich mag heute einen Chardonnay. Schön. Du hast hier irgendwas an der Wimper. So ein Glitzer. Ein Glitzer? Jetzt ist der Glitzer weg. Jetzt bringe ich uns den Chardonnay. Ein Schatz. Da war sie wieder, die Glocke. So. So, der Laut um Chardonnay ist... Generell glaube ich, ich fühle mich ein bisschen verantwortlich, dass wir wieder ein bisschen mehr Chardonnay trinken sollten. Er ist leider ein bisschen aus der Mode geraten.
Heute meinst du es auch wieder gut mit mir? Ja, ja, ich hab Durst. Du hast Durst? Okay, ich sollte auch Durst haben. Mhm. Dieser Bio-Chardonnay ist aus Alicante. Alicante macht auch hervorragende Weine. Oftmals ist es unterschätzt. Man stellt sich eigentlich nur in Alicante oder in Andalusien eher Süßweine vor. Dieser Chardonnay ist wirklich fantastisch. Ja, in Bio-Qualität, vegan. Ja, ich möchte da einfach nochmal anknüpfen, ein bisschen mehr Chardonnay zu trinken. Sehr schön. Und ich möchte ein bisschen anknüpfen, jetzt Abend zu essen. Hat jemand Hunger? Ja, schon so ein bisschen. Das sieht vor allen Dingen hervorragend lecker aus. Ja. Perfekt. Sehr schön. Dann legen wir mal los. Alle Originalzutaten, auch noch wichtig, gibt es hier unter www.spanien-shop.com. Und letztes Mal, ich habe schon mal erwähnt, wenn ihr auf der Internetseite seid, www.spanien-shop.com, gerne unten den Genussletter abonnieren, den Newsletter. Dann bekommt ihr auch immer spezielle Angebote zu unseren Videos. Seid da komplett auf dem Laufenden. Ich glaube, gerade die Würstchen werden dem einen oder anderen Grill-YouTuber ganz gut gefallen. Ja, ich denke auch. So, lasst es euch schmecken. Schönen Abend. Glocke aktivieren. Glocke. Und die Glocke macht auch mit. Ja.